Herr Kommissar, es ist schon erstaunlich und enttäuschend, dass wir uns 4 Wochen, wie mein Vorredner ja auch gesagt hat, vor Jahresende mit einem Thema beschäftigen, das eigentlich schon längst hätte abgeschlossen sein sollen. Die 1999 zunächst für 3 Jahre eingeführte Sonderregelung eines ermäßigten Mehrwertsteuersatzes bezog sich ja nur auf wenige Mitgliedstaaten und auf wenige arbeitsintensive Dienstleistungen. Nach dem Ablauf des ursprünglichen Zeitrahmens wurde dieser mehrmals verlängert. Das heißt, auch in der Vergangenheit war man nicht imstande, eine definitive Lösung zu finden. Ohne erneute Entscheidung würde diese Regelung Ende dieses Jahres endgültig auslaufen. Fest steht, dass die mit der Einführung der Sonderregelung verbundenen Erwartungen sich in der Vergangenheit nicht oder nur teilweise erfüllt haben. Die Kommission hat 2003 klar festgestellt, dass die ermäßigten Mehrwertsteuersätze sich nicht in verbilligten Preisen niedergeschlagen haben und dass sie praktisch keinen spürbaren Einfluss auf die Beschäftigungssituation hatten. Vor diesem Hintergrund hat meine Fraktion ihre Zustimmung zu dem gemeinsamen parteiübergreifenden Entschließungsantrag an die Erfüllung mehrerer Bedingungen geknüpft. Erstens, die Verlängerung erfolgt einmalig, aber nur noch bis Ende des nächsten Jahres. Die Kommission stellt eine umfassende Untersuchung über die Wirksamkeit der Maßnahme an. Und nach Ablauf des Verlängerungszeitraums, also bis Ende nächsten Jahres, dürfen nur noch Bereiche der ermäßigten Mehrwertsteuer profitieren, in denen diese Ermäßigung tatsächlich positive Wirkung auf Preise und Beschäftigung hat. Dann allerdings ist die Sonderregelung von Dauer. Andere, nicht effektive Bereiche scheiden endgültig aus der Sonderregelung aus. Auch neue Mitgliedstaaten dürfen den ermäßigten Mehrwertsteuersatz anwenden, damit es keine Wettbewerbsverzerrungen in der EU gibt. Für Absatz 2 des gemeinsamen Entschließungsantrags fordern wir eine getrennte Abstimmung, denn die Regelung ist schon lange in Kraft und der erwähnte Bericht der Kommission ist unseres Erachtens detailliert und aussagekräftig genug.